etwa bis 2 Stunden. Das Zählwerk in Tätigkeit. In diesem Rohr ist die 140 Meter lange Antenne aufgespult. Kurz vor dem Ziel wird die Antenne durch das Zählwerk elektrisch freigegeben. Die Scheibe zieht das Seil in einer Sekunde heraus. Der Sender kann die Position zurückfunken. Zur Überprüfung der Treffgenauigkeit wird nur ein Teil der Geräte mit Sendeanlage ausgestattet. Unentwegt arbeitet das Zählwerk der Zahl 0 entgegen, um den Abstiegskontakt zu schalten. Im Schnellflug ist die Rumpfunterseite glatt. Die Abstiegsklappen sind so lange an die Flossen geklappt, bis das Zählwerk 0 erreicht hat und den Abstieg auslöst. Dann stellen sich die Klappen in den Luftstrom, das Gerät stößt in steilem Sturzflug auf das Ziel hinunter. Bis zum Aufschlag kann es Geschwindigkeiten von 850 Stundenkilometern erreichen. Durchlauf von Heimat zur Front. Die Industrie liefert getrennt an die Heimat-Muna. Rumpf im Anlieferungszustand, Lastraum, Flächen, Holm und Zubehör. In der Heimat-Muna werden die Teile einer eingehenden Prüfung unterzogen, probeweise zusammengebaut und dann in den Nachschubzustand gebracht. Bei dieser Transportform sind alle Teile so am Rumpf- und Schubrohr befestigt, dass das Gerät nur knapp 1 Meter breit ist. Oben auf dem Rohr das Höhenleitwerk in einem Schutzkasten. Unter dem Rohr zwischen den seitlich angehängten Flächen ist die empfindliche Bugspitze mit Schutzhaube untergebracht. Im Eisenbahntransport beginnen die Geräte den Weg an die Front. Ein Waggon kann mit 3 Geräten beladen werden. Zunächst kommen sie zum Feldmulag, wo Lagerung in großer Zahl möglich ist. Das Feldmulag dient als Zwischenlager. Am Gerät werden hier keine Arbeiten durchgeführt. Weiter geht der Transport mit der Eisenbahn zur Versorgungsstelle. Hier werden die Geräte auf Beschädigung geprüft, mit Treibstoff getankt und gehen dann im Lastwagentransport in die Auffangstellung. Dort werden die Geräte zunächst in den vormontierten Zustand gebracht. In diesem Zustand sind alle Arbeiten und Prüfungen bis auf Flächenmontage und Einstellung der Schusswerte durchgeführt. Bis der Befehl zum Start klarmachen kommt, kann das Gerät zunächst gelagert werden. Als letzte Arbeit wird das Gerät in den Flugzustand gebracht. Das Gerät ist fertig zum Abschuss. Treibstoff und Pressluft sind eingefüllt. Die Bordbatterie ist eingesetzt, alle Geräte sind überprüft. Auch der Flugauftrag ist erteilt, denn an der Steuerungsanlage ist Kurs und Flughöhe am Zählwerk die Entfernung eingestellt worden. Angefangen bei der Industrie, die die einzelnen Bauteile liefert, wurde der Weg des Gerätes bis zur Front verfolgt. Jetzt ist das Gerät im Flugzustand und befindet sich auf dem Weg zur Abschussstelle. Mit diesem Geschütz wird das Gerät abgeschossen und fliegt dann durch eigene Kraft weiter. Länge des Geschützes 48 Meter. Abgangsgeschwindigkeit des Geräts 370 Stundenkilometer. Am Rohrende der sogenannte Dampfabweiser, durch den der herausschießende Dampf seitlich und nach unten abgelenkt wird. Auf diesen dicht über dem Schlitzrohr liegenden Flächen gleitet das Gerät beim Abschuss. Das Bediengerät mit elektrischen und pneumatischen Zuleitungen. Durch diesen Schlitz des Geschützrohres ragt die Kolbennase, die an der Unterseite des Geräts angreift. Die Aufhängevorrichtung für das Abdichtrohr mit den Schlaufen ist eingeschoben. Das ist der Kolben, der über die Kolbennase am Gerät angreift und es hinausschleudert. Wie ein Geschoss kommt der Kolben aus der Mündung heraus und fliegt in hohem Bogen ins Gelände. Er wird zurückgeholt und wieder eingesetzt. Unter der Kolbennase die Öffnung, durch die das Abdichtrohr gleitet. Der robuste Stahlkolben wiegt 150 Kilogramm. Ohne Kolbenringe oder besondere Dichtungen wird er ins Rohr hineingeschoben. Schlaufen und Kolben sitzen drin. Jetzt wird das Abdichtrohr eingeschoben. Das Abdichtrohr ist 48 Meter lang und hat einen Durchmesser von 25 mm. Sein hakenförmiges Ende wird am Anfang des Geschützrohres eingehängt.